Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Hollywood-Psychose-Box von Mortis. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hollywood-Psychose von Mortis, das Ganze aus dem Jahr 2014. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das Debütalbum von Mortis. Wir haben hier eine Box in so einem vergilbten Farbton, in so einem Beige-Ton. Dann haben wir hier das Cover der Box. Wir haben hier den Interpreten abgebildet. Sieht aus, als würde er hier so an einem Filmset sitzen und irgendwie gerade entweder seine Szene erledigt haben oder auf seinen Einsatz warten. Das Cover kommt vielleicht manchen bekannt vor, und zwar ist es so einem originalen Filmplakat oder einem originalen Filmcover nachempfunden, und zwar von James Dean, Rebel Without a Cause. Also auf Deutsch hieß der Film damals, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und genau das wird hier scheinbar nachgestellt. Dann lesen wir hier noch The Star Sensation of Der Goldene Käfig, Mortis Staring in Hollywood Psychose. Dann haben wir wirklich wie bei einem Kinofilm unten die ganzen Beteiligten, also die Credits, wie bei einem Film angeordnet, obwohl es hier eben um ein Musikalbum geht. Auf der linken Seite sieht das Ganze so aus, also wirklich wie so ein altes Boxcover im Design, also wirklich so auf Vintage. Und auf der Rückseite haben wir den Inhalt. Album im Digipack, Bonus-CD mit allen Instrumentals und drei Bonus-Songs. T-Shirt in der Größe L, Poster und Hollywood-Psychose-Skript. Dann die Beteiligten und einen Barcode. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Es ist eine reguläre Clubbox. Als erstes kommt uns hier entgegen das Shirt. Dann haben wir die Bonus-CD. Das Album an sich, das Poster und das Hollywood-Psychose-Skript. So, von innen die Box in weiß. Packen wir mal zur Seite. Und dann schauen wir mal, denn diverse Inhalte, unter anderem dieses Shirt hier, kommen in Folie. So, einmal holen wir das Shirt hier aus der Folie. Ist gar nicht so einfach, denn irgendwie, egal, wir werden es einfach mal aufschneiden hier, die Folie. So, aber jetzt, wunderbar, dann kommen wir zu den beiden CDs, die sind auch noch in Folie und der Rest kann derweil zur Seite. So, auch hier werden wir mal die Folie abmachen, einschneiden hier seitlich und die Bonus-CD, die kommt hier in einer Papphülle, die ebenfalls eingeschweißt ist. Wunderbar, gut, dann machen wir die Folie ab und starten wie immer mit der Musik, in diesem Fall mit dem Album. Also, so sieht das aus. Wir haben hier ein Digipack. Das Cover ist mehr oder weniger ident wie das der Box, nur etwas von dem Vergilbten ist weg. Es ist hier dann in weiß. So sieht das auf der Seite aus. Also Mortis, Hollywood, Psychose und Katalognummer. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 13 Stück an der Zahl. Wir haben hier einen Gastbeitrag dabei. Und zwar hier auf dem Intro, auf dem Wer ist dieser Mortis-Song mit Vis-a-vis. Kennt vielleicht noch der ein oder andere damals von 16 Bars die Moderatorin bzw. Interviewerin. Leider nicht mehr bei 16 Bars aktiv. Dann haben wir hier wieder die ganzen Credits darunter gedruckt und die Beteiligten und einen Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes geht's zum Booklet. Hier lesen wir auch gleich wieder Credits. So, die einzelnen Songs hier im Überblick. Also einerseits natürlich die Infos zum Track, wer war hier beteiligt, wer hat hier mitgewirkt. Und dann haben wir hier in Rot noch eine Zeile, also hier so eine
Zeile, die hier stellvertretend für diesen Song steht. So sieht das aus. Schön gestaltetes Booklet. Fühlt sich auch echt hochwertig an. Also die Seiten sind hier so Karton, also etwas dicker als so reguläre Booklets. Dann lesen wir hier noch Dope aus Prinzip. Weitere Tracks. Weitere Fotos bzw. weitere Artworks, weitere Zeichnungen. Und so sieht das dann am Ende aus. Wir haben hier eine Danksagung und dann lesen wir hier noch für meine Familie, Blut ist dicker als Wasser. Gut, so viel zum Booklet. Wir kommen zur Album-CD. Die sieht so aus, in weiß und dann mit dunkelblau und roten Worten darauf. Also ganz klassisch die CD designt. Als nächstes haben wir die Bonus-CD. Die sieht ähnlich aus, nur eben das Cover hier in schwarz-weiß. So, was haben wir hier drauf? Einerseits mal drei Bonus-Songs. Okay, davon ist einer ein Remix, Engelsstaub Remix. Da sind einige Features mit drauf, und zwar Chefkoch, Plusmacher, Karate Andy, Damien Davis und 3 Plus. Und dann haben wir die Instrumentals, 18 Stück. Ah, okay, ich war jetzt schon etwas verwirrt. 3 Tracks hier, okay, also man hat hier nicht neu nummeriert, sondern man hat hier die 3 Bonus-Songs genommen, 1, 2, 3, und dann hier die Instrumentals mit Nummer 4 fortgesetzt. Deswegen, wir haben nämlich auf dem Album, deswegen war ich jetzt gerade verwirrt, 13 Tracks und hier 18 Tracks, aber wenn wir die 3 dann abziehen, die hier oben schon durchnummeriert sind, dann kommen wir auf 15. Okay, jetzt kenne ich mich aus. Wir haben hier 13 Tracks drauf und hier 13. Die sind hier allesamt als Instrumentals. 13 plus 13 ergibt 16, das heißt, wir müssen hier 19 haben. Allerdings haben wir hier einen Track, Nummer 6, Wohnungskit, Weltwohnungskit, der fehlt uns hier. Also bedeutet, hier die Instrumentals sind komplett die 13 Tracks des Albums plus weniger den Skit, also 12 Tracks des Albums und 3 hier als Bonussongs. Und deswegen haben wir dann hier 3 plus 15 Instrumentals. Deswegen kommen wir dann hier auf 18 Tracks auf dieser Bonus-CD. Ja, ist etwas verwirrend gestaltet, ist gar nicht so leicht da durchzublicken, aber wie gesagt, ich hoffe, ihr habt es jetzt verstanden, wie ich es erklärt habe. Das ist die Bonus-CD. Wie gesagt, 3 Bonus-Songs drauf und insgesamt 15 Instrumentals kommen hier in der Papphülle. Dann haben wir mit dabei ein Poster. Dieses Poster natürlich auch wieder wie ein Filmplakat. Natürlich im Hochformat. Hier unten die gesamten Credits zum Album. Dann haben wir hier wieder das Cover mit dem Interpreten drauf. Und hier oben lesen wir dann sogar noch The Star Sensation of Der Goldene Käfig, His First Official LP Record. Also wie gesagt, es ist das Debütalbum, Rückseite blank weiß, also einseitig bedruckt im Hochformat. Größe dieses Posters, dieses Filmplakats müsste sein A2. Dann haben wir mit dabei ein T-Shirt und auch hier in bester Filmoptik haben wir hier ein reines Text-Shirt. Also hier gibt es kein Cover oder irgendwelche Grafiken. Es ist wirklich der Text hier drauf gedruckt. So sieht das aus in dunkelblau und rot. Auf der Rückseite ist das Ganze blank weiß. Hier haben wir keinen Neckprint oder ähnliches. Und wir haben es zu tun mit einem Gilden Softstyle in der Größe L, 100% Baumwolle. Und das Ganze ist made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Size L war hier die Standardgröße, also es gab hier keine Größen zur Auswahl meines Wissens. Alle Boxen haben die gleiche Größe beinhaltet. Und wir kommen zum letzten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier, nachdem wir es hier die ganze Zeit mehr oder weniger mit einem Film zu tun haben, haben wir dann hier auch passenderweise ein Skript. Ja, auch dieses hier in so einer alten Optik, also sieht so aus wie so ein vergilbtes Buch mit so Flecken drauf, das Ganze hier gebunden, also so ein Ringblock, Ringbuch. Hoppla, Rückseite weiß. Und dann schauen wir mal rein in dieses Skript und zwar, alles klar. Also wir haben hier Szene 1, wer ist dieser Mortis? Bedeutet die einzelnen Tracks nochmal.
hier die Lyrics, die gesamten Lyrics mit entsprechenden Notizen und Korrekturen. Das sieht wirklich aus wie so handgekritzelte Notizen hier mit dem roten Stift. Der Rest in so einer Schreibmaschinenoptik gedruckt. Und das zieht sich dann so durch. Also dieses Skript stellt im Prinzip die einzelnen Tracks dar mit den Infos, mit den Lyrics und eben hier jede Menge einzelner handschriftlicher Notizen. Hier zum Beispiel lesen wir ignorante Pause, voll neumodisch. Ja, also das zieht sich hier so durch. Bedeutet, wir haben hier nochmal die gesamten Lyrics drauf. Zu jedem einzelnen Song Wort für Wort abgetippt. Und dann schauen wir mal kurz ans Ende. Ja, also Szene 13 ist dann natürlich der 13. Track. Und so endet das dann. Ja, auch eine interessante Möglichkeit, das Booklet nochmal zu verwerten oder anderweitig aufzusetzen. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal das eben gezeigte Skript zum Album. Dann haben wir das Shirt in der Größe L. Die Bonus-CD mit den drei Bonus-Songs und den Instrumentals. Das Poster, einseitig bedruckt in Größe A2. Und natürlich das Album an sich, Hollywood Psychose von Mortis im Digipack. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Hollywood Psychose von Mortis. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Mortis unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.